Der neue Automodus für E-Bikes mit dem Bosch Smart System ist da. Bosch hatte ja bereits zwei adaptive Modi im Lineup, und zwar den Tour Plus Modus und den EMTB Modus. Diese beiden Modi haben ihre Unterstützungsleistung angepasst, je nachdem, wie stark man selber in die Pedale getreten hat. Der neue Automatikmodus soll darüber hinaus nochmal ein bisschen intelligenter agieren, aber man findet im Internet leider nicht wirklich sehr viel darüber. Ich will heute auf meiner Tour herausfinden, wie gut der Automatikmodus funktioniert und vielleicht auch herausfinden, für wen er geeignet ist. Ich würde mich freuen, wenn ihr mit dabei seid. Kommt einfach mit aufs Bike. Bevor es losgeht auf die richtig spannende Tour mit dem Automatikmodus, vielleicht noch ein, zwei kleine Infos. Ich habe mich dazu entschieden, den Automatikmodus anstelle des Tourmodus auf das Rad aufspielen zu lassen, denn wenn man beim Händler ist, kann man sich aussuchen, welche der vier Unterstützungsstufen man ersetzt haben möchte durch die jeweils neue Unterstützungsstufe. Leider ist es nicht möglich, mehr als die vier Unterstützungsmodi auf das Rad aufzuspielen, also ich habe mich hierfür den Tourmodus entschieden, den ich entsprechend jetzt mit dem Automatikmodus ersetzt habe. Die Umrüstung habe ich mal wieder bei Michels Zweiradshop in Bingen-Büdesheim vornehmen lassen, wo ich in den letzten Monaten mit dem neuen Rad richtig tollen Service bekommen habe. Und ich bin wieder unterwegs mit Alex vom Kanal EMTB Stromgeil, der mir das Update aufgespielt hat und der mich jetzt auch mitnimmt auf ein paar richtig tolle Trails. Wir sind nämlich unterwegs in Richtung des Flowtrails Stromberg. Also spannende Tour, kommt mit! Und natürlich werde ich immer mal wieder berichten, sofern ich in einen anderen Modus wechseln sollte oder ich eine Situation finde, wo der Modus hier nicht geeignet ist. Mach schon mal einen kleinen Gang rein. Bleib ein bisschen Abstand, kann sein, dass ich selbst nicht schaffe. Ohne Turbo. Im Automatikmodus. Wer glaubt das? Krass. Der soll also wirklich von komplett Eco bis Turbo unterstützen, Dynamik. Ich habe im Internet wirklich sehr wenig dazu gelesen. Es gibt eigentlich keine wirkliche Erklärung seitens Bosch, außer dass der intelligenter ist. Obwohl man dazu sagen muss, die ganze Leistung, die der Motor jetzt abgegeben hat, ich bin nur noch bei 88%. 86. Ja, überleg mal, also dann ist der schon ganz schön kräftig abgestimmt. Insbesondere bei den Uphill-Passagen, aber das soll mir gerade recht sein. Weil jetzt tut er halt wirklich kaum was. Kommt ein kleiner Trail mit Treppen. Sehr schön. Genau mein Ding. Du bist gefahren. Ja, klar. Sau gut. Das macht Laune. Kommt noch mal ein Apfel. Ja. Dann kann der Automodus noch mal zeigen, was er kann. Zack, pauschal volle Leistung. Geht's nicht so gut, sonst will ich es auch noch haben. Der reagiert 100% auch jetzt auf Steigungen, ganz sicher. Ich reagiere auch auf Steigungen, aber nicht so gut.
Ja, so halbwegs. Ja, also man merkt schon relativ deutlich, wie viel Leistung der reinpumpt, wenn es ein bisschen berghoch geht. Also das musst du nachher unbedingt mal ausprobieren. Ich hätte nicht gedacht, dass ich mit einem positiven Wort aus dem Test hier rausgehe. Ja, es wundert mich jetzt auch, dass du so positiv beschreibst. An diesem Punkt auf dem kleinen Rundkurs-Trail zum Flow-Trail sieht man ganz gut, wie der Automatikmodus drastisch runterregelt, sobald man gerade fährt oder sogar leicht bergab. Wenn man also wie hier einen relativ wurzeligen bzw. leicht technischen Trail hat, der aber kaum Steigung hat, dann liefert der Automatikmodus anders als der EMTB-Modus nicht wirklich viel Leistung. Jetzt heben wir mit dem Pedal auf. Hier, wo es gerade plötzlich richtig steil geworden ist, sieht man ganz gut, wie der Automatikmodus sich verhält, wenn es berghoch geht. Und zwar regelt der 1-2 Sekunden, nachdem die Steigung angefangen hat, automatisch richtig stark die Motorleistung dazu, ohne dass man selber viel stärker reintreten muss. Ja, hier ist jetzt brutal steil. Ja. Das ist ja wie Turbo. Ja. Das ist wirklich wie Turbo. Ja, ich sag ja, die nutzen jetzt endlich den scheiß Lagesensor. Das muss, ich trete sehr entspannt rein. Ja. Ja, stimmt, jetzt ist es gefühlt schwerer zu treten. Ja. Also auf ebener Strecke musst du schon gut reintreten. Ja, das ist wahr. Aber berghoch, das war echt als... Das wäre cool. Wäre direkt Turbo drin gewesen. Ja. Auf seinen nur wenigen 100 Metern mit meinem Fahrrad bestätigt Alex auch meinen ersten Eindruck zum Automatikmodus. Denn dieser regelt die Motorleistung auf Basis des Lagesensors, der erkennt, wie steil der Weg gerade ist, auf dem man unterwegs ist. Schon bei moderaten Steigungen bekommt man ordentlich Motorleistung, ohne sich dafür unendlich abkämpfen zu müssen. Dafür wird auf geraden Abschnitten die Motorleistung aber pauschal stark zurückgenommen. Das Ganze fühlt sich sehr sanft und natürlich an. Und selbst auf den wurzligen Zubringer-Trails, auf denen wir vor einigen Minuten unterwegs waren, hat das Ganze gut funktioniert, obwohl es im Wechsel immer wieder starke Steigungen oder kleine Abfahrten gab. Wer ordentliche Abfahrten auf dem Flowtrail in Stromberg sehen will und nicht nur meine beiden stümperhaften Versuche an diesem Tag, der sollte unbedingt auf dem Kanal von Alex vorbeischauen. Denn er kennt diesen Trail in- und auswendig und produziert regelmäßig Videos mit richtig guten Abfahrten. Um das Ganze auch noch mal ins Video reinzuschneiden, hier noch mal mein Zwischenfazit vom Uphill hier.
Das ist jetzt noch nicht der stärkste Uphill, den wir heute hatten, aber ein langgestreckter. Und hier brauche ich keinen anderen Modus. Und sobald es ein bisschen steiler wird, kriege ich bei gleicher Eigenleistung einfach mehr Motorleistung. Genau das, was ich mir eigentlich gewünscht hatte. Jetzt fehlt dem Modus nur noch die Individualisierung und dann wäre alles perfekt. Vielleicht erinnert sich an diesem Punkt der eine oder andere an mein Video über den Tour Plus Modus, den ich vor einigen Monaten mal getestet habe. Ich war sehr enttäuscht über diesen Tour Plus Modus und habe in meinem Fazit zwei Wünsche an Bosch geäußert. Der erste Wunsch war es, dass auch die progressiven bzw. dynamischen Modi durch die Flow App anpassbar sein sollen. Denn so wird es einem erst ermöglicht, die Modi auf die eigenen Bedürfnisse anzupassen. Der zweite Wunsch war es, dass auch endlich mal der Lagesensor mit in die Berechnung der Motorleistung mit einfließen soll bzw. entsprechend auch ein Modus damit erstellt werden soll. Der zweite Wunsch wurde mir mit dem Automatikmodus richtig gut erfüllt und ich bin sehr, sehr zufrieden damit, wie der Automatikmodus auf Steigung reagiert. Jetzt fehlt nur noch die Möglichkeit, dass man in der Flow-App einstellen kann, wie aggressiv beispielsweise der Lagesensor mit dem Automatikmodus auf Steigungen reagiert, um entsprechend entweder noch mehr Strom zu sparen oder noch mehr Leistung abzurufen. Das gleiche gilt natürlich auch dafür, dass ich mir weiterhin wünsche, dass man ohne zum Händler fahren zu müssen alle Modi auf das Fahrrad aufspielen kann, einfach über die Flow-App. Ich lasse die zweimal vorfahren. Schön aufpassen, wann ich bremse. So, Rundkurs. Das schwierigste Feature der Strecke. Ich bin sogar wirklich runtergefahren. Jetzt mal no jokes. Jetzt machst du noch das Rot-Gap und dann fahren wir heim. Genau. Also entspannt. Das läuft ohne Probleme. Ich kann einfach in diesem Modus bleiben. Hast du schon entschieden? Lässt du es oder? Ich lass es, ja. Ja? Ich glaube schon. Ja, dann ist ja gut. Ja, was Sinnvolles. Ja, gut, aber ich meine, wie lange musste man jetzt betteln? Lange genug. Es ist halt auch blöd, dass du es nicht selber einstellen kannst. Dass du jetzt echt zum Händler fahren musstest. Genau. Vor allem musst du diesen Modus erstmal installieren. Ja. Und dann kannst du nicht einfach als zusätzlichen Modus, du bist an deine vier Modi gebunden. Genau. Einfach in die Option in der App sagen, welche Modi willst du aktiv haben. Genau. Und wenn du nur Bock auf EMTB hast, machst du die anderen drei auch noch raus. Ja, richtig. Aber bloß den Kunden keine Wahl lassen.
Auf der gesamten Tour von deutlich über 40 Kilometern ist dieser Waldpfad der einzige Abschnitt, auf dem ich wahrscheinlich zukünftig einen anderen Unterstützungsmodus wählen würde. Aber das unterstreicht eigentlich nur, wie vielseitig der Automatikmodus doch ist. Denn auf der gesamten restlichen Tour, wo es ja teilweise starke Anstiege gab oder langgezogene Anstiege oder auch gemütliche Passagen, war der Automatikmodus eigentlich perfekt. Nur in diesem Moment hätte ich mir ein bisschen mehr Motorleistung gewünscht, weil ich auf der Ebene unterwegs bin, aber trotzdem mit ein bisschen mehr Geschwindigkeit und Flow über diesen Waldweg fahren will. Aber das ist gar kein Vorwurf an den Automatikmodus, denn am Ende des Tages kann er natürlich keine Gedanken lesen und mir stehen ja weiterhin noch drei andere Unterstützungsstufen zur Auswahl, die diese seltenen Situationen ohne Probleme einfach übernehmen können. Schon gerade gesagt, ich habe mich schon gefragt, wo der Baum ist, weil zu einer guten Tour gehört auch Fahrrad tragen. Auf jeden Fall, also wenn ich dabei bin, müssen wir mindestens einmal Fahrrad tragen. Gleich eine brutale. Du bist jetzt zum ersten Mal gefahren, oder? Ja. Das ist so dieses angstfreie Fahren, was du mir bei unserer Dünnbach-Tour attestiert hast. Ja. Hi. Okay, da sind Stufen drin. Oh, okay, da werde ich wahrscheinlich schieben. Ich wollte nur sagen, halt ein bisschen Abstand. Kann sein, dass ich mich da wieder zerlege. Ja, klar, kein Problem. Knapp, weil die Stufen gingen. Cool, ey, dass du das alles gefahren bist. Das macht richtig Laune. Sowas, ja, das ist mein Ding. Technisch funktioniert bis zu einem gewissen Punkt ganz gut.
sagst du. Das schaut richtig prima aus. Prima Abschluss hier. Kommt noch Spitzkern. Das ist noch besser. Kannst dir das aussuchen. Treppen hochfahren oder Spitzkern hochfahren? Mir ist das wurscht. Spitzkern müssen wir erstmal runterfahren, um wieder hochzufahren. Nö, dann nur direkt hoch. Damit habe ich dich jetzt, ja? Ja. Ja, voll gut. Ich habe jetzt schon mehrfach in den Turbo hochgeschaltet, nur um zu merken, der tut nicht mehr als der Automodus. Gut. In den Momenten, wo ich den Turbo haben wollte. Schon krass. Dann scheint das Zeug ja zu funktionieren. Ja, das mit dem Pedalieren ist so ein Ding. Ja. Und dann Ständer hat aufgesetzt. Ehrlich? Der hat gewackelt gerade. Gewackelt, komm. Aber hat doch Block gemacht, nicht gehört. Ja, komm, das bisschen nochmal und dann Spitzkehren, würde ich sagen. Nochmal? Ja. S1, alles überrollbar. Ja, Mann. Alles gefahren, ey. Ja. Fahren wir dir nicht mehr. Auf den letzten Metern meiner Tour mit dem neuen Automatikmodus geht's wieder zurück Richtung Bingen-Büdesheim. Und ja, ich muss sagen, ich bin wirklich überzeugt von diesem Modus und hätte nicht gedacht, dass ich aus dieser Tour rausgehe und sagen werde, dass der jetzt erstmal auf meinem Rad verbleibt. Die Tour hier hat mir gezeigt, dass der Automatikmodus jetzt tatsächlich intelligenter arbeitet und auch den Lagesensor vom Motor mit einbezieht. Halt dich, gleich geht's runter. Und ja, das ist für mich ideal als Ersatz für den Tourmodus. Und ich denke, so wie er jetzt drauf ist, wird er auch bei mir erstmal bleiben. Und ich war wirklich froh, dass man bei den starken Steigungen tatsächlich auch die volle Motorleistung bekommen hat und dann lediglich auf der Ebene mit wenig Motorleistung sich zufrieden geben muss. Technische Uphills kann man damit fahren, genauso wie gemütliche Forstautobahnen. Also rundum gelungen und ich muss ein Lob an Bosch aussprechen. Da haben tatsächlich mal ein paar Leute dran gesessen, die ein bisschen was vom Fach verstehen und auch von ihren Kunden verstehen. Und ja, ich bin gespannt auf die Diskussion mit euch in den Kommentaren. Aber bis dahin sage ich danke fürs Einschalten. Macht's gut, bis bald, euer E-Bike-Amateur.